Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ei, ei, ei! Ja, die Glossy Box hat mal wieder eine Limited Edition rausgehauen und zwar zu Ostern 2022. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses Ei zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier müsste eigentlich mein Kooperationsei sein. Ich habe es aber auch nochmal bestellt. Das heißt, in diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Und zwar gibt es ein Ei zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, ja, dadurch, dass ich das zugeschickt bekommen habe, habe ich auch noch einen Rabattcode mit an die Hand bekommen. Und zwar, normalerweise kostet das ja 45 Euro, für Abonnenten 35 Euro und für Nicht-Abonnenten 45 Euro, genau. Aber wenn du meinen Code Claudia Limited verwendest, bekommst du das als Nicht-Abonnent für 40 Euro. Jo, ich finde, das ist ein guter Deal, weil man ja irgendwie 149 Euro Warenwert oder so hier drin haben soll. Das werden wir nochmal uns anschauen. Ich persönlich finde diese Verpackung schon mal richtig schön. Erinnert mich auch an Alice im Wunderland und das finde ich extrem hübsch. Hier haben wir Alice, da haben wir das Häschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist der Hase. Genau. Und ja, die Uhr und so richtig süß, richtig süß. Drink me. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Dazu mache ich hier einmal das Schleifchen auf. Und da nehmen wir den Deckel ab. Ist schon süß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wir hatten in unserer Trashy-Gruppe tatsächlich, oder in unserer Trashy-Saurus-Gruppe mittlerweile, darum spekuliert, ob das ein Pappei sein wird oder ein Metallei. Es ist jetzt aus Pappe. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich auch so schön, wie es ist. Gefällt mir eigentlich ganz gut von der Optik. Riecht nach Creme hier drin und so schaut dann auch innen der Inhalt aus. Oh mein Gott, reden. Okay, ich nehme jetzt hier mal den Flyer mit raus. Glossy Wonderland ist ja auch diese Edition gewesen im März an sich und dann ist quasi das Ei die Ergänzung dazu. Hallo Glossy. Ja, reden. Endlich ist es wieder soweit. Dein Glossy Box Easter Egg ist da. Und es verzaubert nicht nur mit seinem hübschen rosa Glossy Design, sondern vor allem mit seinem wundervollen Inhalt. Apropos Design. Passend zu unserem Thema Glossy Wonderland haben wir von einem Künstler ein atemberaubend schönes Motiv für unsere Ostereier kreieren lassen. Das finde ich auch cool, dass es halt extra für die Eier dann gemacht worden ist. In edlem Roségold stimmt es dich perfekt auf ein unvergessliches und zauberhaftes Beauty-Ostern ein. Mach dich bereit für eine Ostereiersuche der ganz besonderen Art und entdecke in deinem Easter Egg die schönsten Kosmetik- sowie Pflegeüberraschungen, die dir ein einzigartiges Unboxing-Erlebnis zum Osterfest und darüber hinaus bescheren. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Scan me, da hast du dann quasi einen QR-Code und kannst dir quasi das Digital Leaflet anschauen, also quasi Preise, Produkte, Infos. Ich versuche es einfach mal ohne die Infos so hinzukriegen, wir schauen mal, ne? Jo, wir fangen an mit Glove. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in der Box mit drin. Mask Remover Effortless Beauty. Mask Off. Ich glaube, das ist diese Handpuppe. Ne? Das hatte ich als Handpuppe quasi tituliert, bezeichnet, wie auch immer. Weil, das ist so ein Mikrofasertuch, wo man hier so halt wie so ein Waschlappen rein kann. Dann könnte man theoretisch hier den kleinen Finger, da den Daumen und hier oben Zeigefinger und Mittelfinger. Und dann hat man quasi so ein Ich bin ein Geist, aber ich mache deine Masken ab und ich mache dich sauber. Ja, manchmal hat man Spaß im Leben, ne? Das finde ich ganz süß. Kann man halt auch zweckentfremden als generellen Waschlappen, ne? Keine Ahnung, für sich selber, für den Körper, für Gesicht, für seine Kinder oder so. Da kann man halt auch sowas verwenden. Deswegen finde ich das persönlich ganz cool, dass es hier auch mit dabei ist, weil man kann es halt echt gut verwenden, ne? Lege ich mal zur Seite. Dann habe ich hier etwas mit dabei, was jetzt natürlich ganz gut passt, weil wir haben jetzt wirklich einen schönen Frühling. Doch, wir haben jetzt heute, wo ich das Video drehe, den 22. März. Das heißt, heute kommen die ganzen Boxen, upsala, auch für Nicht-Abonnenten online. Und morgen geht wahrscheinlich dieses Video live. Und ja, auf jeden Fall ist es draußen so schön warm. 18 Grad zeigt hier jetzt gerade meine Lady, meine Alexa an. Hier habe ich von Ultrasun den Aftersun Tan Booster, Gradual Tan Self Tanning Aftersun Gel Sensitive Skin 150 ml. Das heißt, du verwendest es quasi, nachdem du in der Sonne drin warst und das ist so ähnlich wie dieser Tan Maximizer von Lancaster und das kühlt dann die Haut und
ist halt ohne Mineralöle, ohne Silikone, ohne Emulsifierer und ohne Präservative, keine Ahnung, was das heißt. Und das soll halt den Teint maximieren und auch beibehalten. Finde ich schön, werde ich mir zur Seite packen. Das kann ich gerne im Sommer verwenden, nachdem ich halt wirklich, ne, mich gebräunt habe mal. Huch. Hier ist was rausgeflogen. Von Banana Beauty haben wir hier nämlich von in der Farbe Rosé O'Clock einen Lip Liner mit drin mit 1,2 Gramm. Das kommt in meinen Fullface Beauty Boxen für den Monat März. Und das war in dieser Verpackung. Die Verpackung ist aufgegangen, das Ding ist rausgeflogen. Finde ich nicht schlimm. So, ja, haben wir hier auf jeden Fall einen Lip Liner und den werde ich, wie gesagt, verwenden. Denn ich habe schon den ein oder anderen Lippenstift in anderen Beauty Boxen drin gehabt. Und meine Fullface Beauty Boxen vereint dann ja quasi einmal die kompletten Boxen, die über den Monat bei mir eingetroffen sind. Und da gucke ich, wie die Produkte so miteinander funktionieren. Ich finde es cool, dass es einfach mal ein Lip Liner ist. Ich weiß nicht, ob hier auch noch ein Lippenstift mit dabei ist. Aber Lip Liner haben wir doch selten in der Glossy Box oder generell in Beauty Boxen drin enthalten. Ne? Und das sah auch farbtechnisch ganz gut aus. Finde ich gut. Ne? Banana Beauty ist auch gar nicht mal so günstig. Also finde ich das noch viel besser. Kirschblüten. Ja. Oh, Bubble Tea. Peony and Cherry Blossom Restoring Shower Gel. Also wir haben hier ein Duschgel mit 100 ml mit Kirschblüte und Peony ist, glaube ich, Pfingstrose, ne? Oh, das schreit mein Namen, Leute. Ich sag euch das. Und Bubble Tea ist eine Marke. Die haben wir auch nur in den Glossy Boxen drin und in den Look Fantastic Beauty Boxen. Sonst habe ich das noch nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenhängen oder so. Passt jetzt natürlich super, weil wir gerade auch dieses Kirschblütenfest hier haben in den asiatischen Regionen, das ist noch zu hier. Riechst du auch leider nichts Chance, ne? Ich bin ja neugierig. Ich will ja wissen, wie es riecht. Das ist immer noch zu, Claudia. Er wird nicht besser. Werde ich dann auf jeden Fall einfach mal verwenden und euch im Aufgebraucht-Video darüber berichten können. Aber ich finde es schon mal geil, denn das sind beide Sachen, die ich richtig gerne mag. Doch, das finde ich klasse. Und hier hätte man dann theoretisch auch nochmal die Verbindung zu Alice im Wunderland, weil hier sind halt auch so Teeviecher mit dabei und ja, vielleicht dieses Herz, ne, von der Herzdame. Dann hast du ja noch Pico und Karo. Doch, doch, das passt schon, ne? Witzig. Sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool. So, dann habe ich hier was. Was ist das? Art Deco. Ja, Hallöchen. Das ist ja eine Mascara, finde ich schön. Twist for Volume Mascara. Sowas haben wir auch schon mal gehabt. Von Kiko habe ich sowas schon mal gehabt. Und von By Terry, dass du quasi entweder ein gerades Bürstchen hast oder wenn du halt unten drehst, dass es dann so ein geswirltes Bürstchen ist. Und das hier gibt dann quasi Länge und das hier gibt Volumen in die Wimpern rein. Finde ich sehr interessant, wenn du das halt so 2 in 1 hast. Und ja, das finde ich klasse. 8 ml sind hier in der Mascara drin. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht nicht sogar schon habe, weil die mir bekannt vorkommt. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich halt die, ne, bei Terry gerade im Hinterkopf habe. Muss ich nachher mal gucken. So schaut die auf jeden Fall aus der Verpackung herausgenommen aus. Aber wie gesagt, wenn ich die nämlich schon habe, dann wird die weiter wandern. Aber ich muss noch schauen. Sie kommt auf jeden Fall in mein Fullface Beauty Boxen, weil ich das sehr cool finde. Menno, Menno, Menno. Hier sind schöne Sachen drin, Leute. Dann habe ich von Christophe Robin was dabei. Natürlich dürfen die Haare nicht fehlen. Und man merkt immer mehr, dass es auch eine schöne Box ist, die man halt zu Ostern verschenken kann, ne? Wirklich. Also so für die Frau, für die Mutter, für die Tochter oder so. Naja, ich nehme mal wieder das Fazit vorweg. Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera. Das soll halt hydratisieren, die Haare shiny machen und die Längen halt wieder schön machen. 40 ml sind hier drin enthalten. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die du halt 2 Minuten irgendwie drin lässt. Ah, und du kannst das sogar auf die Kopfhaut einmassieren. Ich finde sowas immer ganz cool und ich meine, dass ich sowas auch noch bei mir stehen habe. Muss ich aber mal gucken. Finde ich ganz ansprechend, ne? Weil ich habe auch eine sehr empfindliche Kopfhaut, die kann auch Liebe gebrauchen. Ich sag's euch. So. Oh ja, an die Lippen wird gedacht. Was ist das denn? Plump Lip Capsule Mask. Pop open a capsule to enjoy bouncy. Was? Ach, das sind so Prümpelviecher. Guck mal, so sieht das aus. Da haben wir mal hier schöne Lippen drauf abgebildet. Und da hast du halt so Herzchenviecher, die so aussehen wie so Kapseln fürs Gesicht. Das ist von Kokos da. Und 7 Stück sind hier drin. Das finde ich cool. Ne? Dann hast du halt nicht so... Sonst hat man gern... Reden. Sonst hat man gerne nämlich mal so eine Verpackung und da halt nur eine Tissue-Maske, also so eine Tuchmaske für die Lippen drin. Und hier hast du gleich 7 Prümpelviecher drin enthalten, die du dann auf die Lippen geben kannst, die dann einwirken. Zum Beispiel über Nacht kannst du es machen. Und das ist ja
Supi, die kann ich vielleicht sogar auch nehmen, wenn ich mal Full-Face-Beauty-Boxen mache, um dann einfach mal so den Effekt zu sehen. Ne? Das mache ich ja meistens dann einfach vorher drauf und dann mache ich Foundation, rampampam, und dann sehen wir einfach, ob das einen Unterschied macht. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Ne? Ich glaube, das kommt gut. So, wir haben noch mehr hier drin. Finde ich gut. Von Hey Honey, Achtung, Uncover Detoxifying Matte Mask. 20 Milliliter. Und das soll dann quasi eine reinigende Maske sein fürs Gesicht von Hey Honey. Und da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt auf den Preis, weil Hey Honey ist immer sehr hochpreisig. Deswegen war eben auch mein kurzer Ausstoß da. Und ja. Clarifies and Detoxes Skin Impurities. Also kann ich mir sehr gut bei mir aktuell vorstellen, weil hier gerade hormonell bedingt die Party so dermaßen abgeht, Leute, ich sag's euch, dass ich die echt gut gebrauchen kann. Und solche Crememasken verwende ich aktuell gerne morgens, dass während ich mir die Zähne putze, einfach die Maske so einwirken kann, ne? Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie die so zu meiner Haut ist. So, weiter geht die wilde Reise. Wir haben noch etwas mit dabei von The Body Shop, um halt das Gesicht zu reinigen. Viele schwören darauf. Ich habe das schon mal verwendet, finde tatsächlich die Produkte von Yepoda besser. Nicht nur, weil ich die Kooperation habe, sondern weil ich sie wirklich um Längen besser finde. Und zwar ist das von The Body Shop. Dieser Reinigungs-Cleansing-Butter-Gedöns sind 20 Milliliter sind hier drin. Und ich hatte das auch letztes Jahr im Adventskalender mit drin, habe das angewendet. Und wasserfeste Mascara oder dicke Augen-Make-ups, die ich ja gerne, wie man sieht, gerne einfach mal trage, gehen damit nicht ganz so gut ab. Ja, das riecht angenehm, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, da kriege ich mein Gesicht nicht so schön mit abgeschminkt und so easy peasy sonnenscheinmäßig wie mit dem Yepoda The Calm Balm. Ne? Das heißt, das hier wird dann wahrscheinlich mal weiter wandern. Ist aber nicht schlimm. Passend übrigens, dass wir hier eine Maske mit drin haben und dieses Reinigungsprodukt und dann auch noch diesen Glove-Handschuh-Gedönsen, weil das kannst du für beides verwenden, ne? Sehr cool. So, einen habe ich hier noch drin, das ist das letzte. Cheek and Lip Tint von MCO Beauty. Blendable Quick Drying Natural Flush. Oh, das kannst du auch für die Wangen verwenden. Flamingo Pink 5 ml. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Ich glaube, entweder hatte ich oder habe ich das noch. Weiß ich nicht. Muss ich mal nachschauen. Das ist halt so ein kleines Tübchen. Das ist jetzt hier auch noch richtig zugeklebt. Deswegen lasse ich das auch erstmal zu. Ich muss mal schauen, ob ich das noch habe. Wenn ja, dann wird das auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen kommen. Wenn nein, dann gibt es einen Grund, weswegen ich das schon mal aussortiert habe. Ne? Ich bin mir gerade, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher und deswegen lege ich das erstmal zur Seite. Es ist aber schön, dass wir hier noch ein bisschen was mit drin haben, um halt so einen Blush zu geben, weil sowas hast du selten in Beauty-Boxen drin, ne? So ein Blush-Produkt. Gleichzeitig ist es ja auch noch etwas für die Lippen, was ich auch ganz schön finde. Aber, ne, wie gesagt, bleibt jetzt erstmal noch zu, weil ich meine, dass ich das noch habe. Und das hier war jetzt unser Ei. Nein, das war nicht unser Ei. Ich habe noch was. Das wird definitiv weiter wandern, weil das ist ein Kajal. Mhm. Nein, es ist ein Augenbrauenstift. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich den nicht sogar vielleicht schon habe. Diego della Palma in der Farbe 103 Water Resist Eyebrow Pencil. Das ist so ein ganz dunkles Braun. Ich meine, dass ich den tatsächlich noch irgendwie habe oder hatte. Kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ne? Und das ist so ein kleiner Pinöppel. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viel da drin sein soll. Das ist ja so ein kleines Moped. Das ist ja winzig. Das ist ja vielleicht ein Drittel von einem normalen Stift. Ne? Muss ich mal gucken, ob das vielleicht in der Beschreibung drin steht. Und die Farbe 103 wird jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt blond sein. Aber ich guck mal. Schön trotzdem, dass die sich trauen, ein Augenbrauenprodukt mit reinzugeben von einer Marke, die jetzt schon relativ indie-mäßig unterwegs ist. Also die Diego della Palma sagt mir was. Ne? Da habe ich auch schon das ein oder andere Produkt von gesehen und gehabt. Aber ich glaube auch eher, dass es so eine Boxenmarke ist, ne? Würde ich mal so dazu sagen. Nee, aber das war jetzt tatsächlich die Box. Ne? Hier habe ich noch das kleine bisschen Krüppelpapier. Die Box ist leer. Eine super schöne Geschenkverpackung haben wir jetzt hier mit dabei. Ich fand die toll. Also wenn man bedenkt, 35 Euro hätte man als Abonnent eben für diese Produkte bezahlt, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil du hast schon schöne Produkte mit drin enthalten, die jetzt auch Richtung Frühling ganz gut nutzbar sind. Gleichzeitig ist es auch eine schöne Geschichte, die man einfach schön verschenken kann und wo sich halt auch die Beschenkte oder der Beschenkte sicherlich drüber freuen würde. Dementsprechend, ich finde das schön und ich mag auch gerne das Glossybox Osterei. Ich persönlich hätte es cooler gefunden, wenn wir das wirklich in dieser Eiform beibehalten hätten, wie das halt damals auch immer so der Fall war, ne? Da hatten wir ja auch Eier, diese Blecheier, die, ne? Jetzt haben wir es aus Pappe, ist sicherlich nachhaltiger.
Trotzdem, irgendwie so von der Historie her wäre es ganz cool gewesen, das noch weiterhin in dieser Blechgeschichte zu haben. Trotzdem ist es eine wunderschöne Verpackung und auch tolle Produkte. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem Glossybox Osterei für dieses Jahr 2022 unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!